Regelmäßig bekommen wir die Frage in unserer Praxis, auf unseren Flächen, von Probetrainings und aber auch Anfragen übers Internet, wie lange dauert der Muskelaufbau nach einer Hüft-OP? Die Frage wollen wir jetzt gerne einmal beantworten. Bleib bis am Ende dran, wenn du wissen willst, was unsere perfekte Strategie ist, wenn eine Hüft-OP bevorsteht, damit du so schnell wie möglich wieder fit bist. Viel Spaß! Die Zahlen sind schockierend. Über 200.000 Hüft-OPs werden in Deutschland im Jahr durchgeführt. Das ist also ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft. Und das Leben mit einer künstlichen Hüfte kann dann optimal begonnen werden, wenn auch eine richtige Rehabilitation gemacht wird und der Muskel wirklich seriös wieder aufgebaut wird. Wie kann das ablaufen? Als erstes muss man sich natürlich anschauen, was vor der Hüft-OP passiert. Nehmen wir an, du hast die Diagnose bekommen, wir müssen ein künstliches Hüftgelenk einsetzen oder die Hüfte war gebrochen oder ähnliches. Beim Hüftbruch kann man es natürlich nicht absehen. Es hilft natürlich, wie bei allen Dingen, wenn man vorher Muskeltraining gemacht hat und eine gute Muskelmasse aufgebaut hat, so kann man vielleicht den Unfall vermeiden, der zum Hüftbruch führt. Wenn durch eine Abnutzung es dann dazu kommt, dass man ein künstliches Hüftgelenk einsetzen muss, sieht das Ganze schon etwas planbarer aus und das wollen wir jetzt gerade einmal beleuchten. Wenn du allgemein Prävention betreibst, muss dir klar sein, dass das Thema schon im Alter zwischen 25 und 30 Jahren relevant wird. Wenn man sich mal zurückerinnert, als ich 25 war, ging es mir darum, Muskelmasse aufzubauen und gut auszusehen für die Ladies. Da habe ich nicht an Prävention gedacht, aber Prävention beginnt schon in diesem Alter, weil wenn wir kein Muskeltraining machen, fangen wir an, immer weiter Muskelmasse abzubauen. Und wenn wir dann weiterdenken, das fällt uns ja immer sehr schwer, ins Alter von 50, 60, 70 ist dieser Abbau dann doch schon sehr krass spürbar. Wenn du die Muskulatur regelmäßig hochintensiv belastest, wie zum Beispiel beim Aurumtraining, dann werden Knochen, Sehnen, Bänder, Muskeln, Knorpelgewebe werden schön einheitlich mit hohen Belastungen beladen. Das führt dazu, dass es kleine Mikrotraumata gibt. Die sind nicht schlimm, die sind Teil vom Training selber. Kleine Mikrotraumata, die dann wieder repariert werden müssen an den Geweben. Und diese Reparaturprozesse führen zu einer erhöhten Durchblutung, zum Abbau von vielleicht nicht mehr so gesundem Gewebe und fördern so langfristig auch eine geringere Entzündung von gewissen Geweben. Was wir oft vergessen oder nicht wirklich wissen, es gibt Gewebe im Körper, was unglaublich schlecht durchblutet ist. Also Beispiel die Patellasehne vorne oder auch Schienbein. Man kennt es, wenn man sich am Schienbein aufschürft, wie lange das dauert, bis das Schienbein dann komplett geheilt ist. Und das liegt daran, dass die Durchblutung eben dort sehr, sehr zäh verläuft. Eben dieser präventive Akt des hochintensiven Muskeltrainings führt dann schon mal dazu, dass gewisse Entzündungen ausbleiben und vielleicht sogar die Hüft-OP schon frühzeitig verhindert werden kann. Was in der letzten Zeit immer mehr begonnen wurde, auch von führenden Orthopäden, ist die sogenannte Muskelmasse, Prämuskelmasse oder Peak Muscle Mass Aufbau vor der OP. Das Ganze folgt einer bestechend einfachen Logik. Man kann davon ausgehen, dass man zwischen 20% und 25% Kraft und Muskelmasse einbüßt nach einer OP. Und dementsprechend ist es so, je mehr Muskelmasse und je mehr Kraft man hat vor der OP, desto weniger schlimm fällt natürlich dieses 20-25% Abbau aus. Das heißt, wenn ich einen gewissen sogenannten physiologischen Vorsprung habe, also viel kräftiger bin, als ich es eigentlich brauche im Alltag und dann eben 20% verliere, schränkt mich das nicht so extrem ein im Alltag. Das ist so die Überlegung hinter diesem Prä-OP-Muskelaufbau. Der zweite sehr nützliche und logische Effekt, den so ein Prä-OP-Muskelaufbau mit sich bringt, ist, dass wir ein Leistungsniveau etablieren, was wir vor der OP hatten. Bei uns bei Aurum wäre das wirklich der Output, den man mit dem Bein erreichen kann vor der OP. Und im Rahmen nach der OP, im Rahmen der Reha, versucht man eben dieses Leistungsniveau wieder zu erreichen und zu übertreffen. Was uns das gibt, ist ein Punkt,
an dem wir wissen, okay, jetzt sind wir im Prinzip geheilt. Früher ging man von Zeiten aus, die nach einer OP ablaufen müssen, die sogenannte Ready-to-Sport-Zeit. Und das können wir mit unseren Methoden natürlich viel wissenschaftlicher angehen jetzt und sagen, okay, wir können wieder 2000 Output-Punkte mit diesem Bein produzieren und das ist ein Leistungsniveau, was eigentlich als geheilt gilt. Kommen wir zur Phase nach der OP. Die OP ist gut verlaufen, sie hat begonnen zu verheilen. Wir geben dem Gewebe eine Woche Zeit, gehen in diese typische Reha-Phase von 1 bis 3 Wochen, die nach der OP folgt. Unsere Empfehlung jetzt ist, das Gute aus dem EMS-Training rauszunehmen und eben wirklich das EMS-Training dafür zu nutzen, für was es entwickelt wurde. Und zwar, um eben Muskeln zu stimulieren direkt nach so einer OP. Das folgt einer ganz einfachen Logik. Wir können den Muskel und das Gewebe noch nicht mit wirklichen Ladungen, also mit Gewicht oder mit Widerstand belasten. Wir können aber dafür sorgen, dass dieser Motoneuron, also der Nerv, der den Muskel steuert, dass der nicht degeneriert. Und dass wir nicht verlernen, den Muskel anzusteuern. Was wir nämlich oft außer Acht lassen, wir haben auch irgendwann mal gelernt zu laufen in der Kindheit. Und das ist ein Training, wenn wir das nicht machen können, dann degenerieren die Muskeln und das Zusammenspiel der Muskeln untereinander funktioniert nicht mehr so gut. Und da kommt eigentlich EMS ins Spiel, da kann man diesen Motoneuron eben trainieren, ohne den Muskel wirklich zu belasten, das Gewebe. Sehr nützlich, vielleicht 1 bis 2 Wochen nach der Reha-Phase, wir sind bei Woche 4 bis 5 nach der OP. Dann sollte man aber anfangen, das Muskelgewebe und das Gewebe, was damit zusammenhängt, Knochen, Sehnen, Bänder, Knorpel, wieder sauber zu belasten mit wirklichen Ladungen, also Widerständen, die man in Kilogramm messen kann. 50, 100, 150 Kilo. Wir sind jetzt 4 bis 5 Wochen nach der OP. Jetzt können wir beginnen, beispielsweise mit Aurum One, das Gewebe und den Muskel wieder sinnvoll zu beladen und zu messen, wie viel Leistung schaffen wir mit dem Bein, ohne dass wir übermäßige Schmerzen haben. Der Schmerz ist in dieser Phase ein wunderbarer Indikator dafür, wie viel wir dem Gewebe abverlangen können. Hör auf den Schmerz, geh immer leicht an den Schmerz ran und dann wieder zurück. Was wir messen wollen bei Aurum One ist im Prinzip die schmerzfreie Schwelle, die möglich ist. Wie viel Leistung ist schmerzfrei möglich mit dem Bein und wie steigert sich diese schmerzfreie Schwelle über die Zeit immer weiter? Dann visualisieren wir diesen Fortschritt. Und diese sinnvolle Beladung des Muskels hat eben dann genau den gleichen Effekt wie bei der Prä-OP-Phase oder bei der Prävention. Wir trainieren das Gewebe, wir belasten das Gewebe und es baut sich dann als Antwort auf. Wir machen immer eine Woche Pause dazwischen, damit es auch wirklich sauber ablaufen kann. Und dann wirst du sehen, dass im Prinzip diese schmerzfreie Schwelle immer weiter hochgeht. Und hier wird es wirklich interessant. Du musst wirklich nicht darauf warten, dass dann 10, 20 Wochen vergehen und der Arzt sagt, okay, jetzt darf man wieder belasten. Nein, wir können messen, wie viel Leistung bringt das Bein, ohne dass Schmerzen auftreten und diese Leistung dann vergleichen mit Alltagsleistungen oder Kräften, die auf dieses Bein einwirken. Und wenn diese Kräfte, die schmerzfrei möglich sind, viel höher sind als die Kräfte, die man im Alltag erlebt, dann ist die logische Schlussfolgerung, du bist geheilt. Das Bein und die Hüfte sind jetzt wieder komplett einsatzbereit. Wichtig zu wissen, bei Übungen im Fitnessstudio, nicht bei Aurum, beschränke nach einer Hüft-OP die sogenannte Range of Motion. Also wirklich dieses, wie weit kann das Gelenk sich bewegen. Das ist die größte Range of Motion in meinem Ellenbogen. Und bei der Hüft-OP muss man natürlich aufpassen, dass man nicht mehr komplett in die Hocke geht. Und dementsprechend wird das Gerät bei uns so eingestellt, dass man nur noch eine kleine Range of Motion hat, um diese Hüfte nicht außerhalb vom vorgesehenen Bewegungsradius zu belasten. Das ist ein Nachteil nach einer Hüft-OP. Man wird nie wieder den komplett gleichen Range of Motion in der Hüfte haben, wie man es mit dem von Natur ausgegebenen Hüftgelenk davor hatte. Was kannst du außerhalb vom Fitnessstudio tun nach einer Hüft-OP? Es ist
für jeden eigentlich ein Muss, dass man sich viel bewegt, um die Entgiftung und die Durchblutung des Gewebes schön zu fordern und zu fördern. Das Wichtige aber natürlich nach der Hüft-OP ist, diesen Heilungsprozess zu beschleunigen. Und da hilft natürlich, wenn schön sauerstoffreiches Blut ins Gewebe transportiert wird, wenn Abfallstoffe abtransportiert werden können über das Lymphsystem. Deswegen empfiehlt sich eine halbe Stunde bis Stunde wirklich entspannte Bewegung. Das ist kein Training, einfach Durchbluten des Gelenks, sobald das wieder möglich ist. Das unterstützt alles, was wir bisher besprochen haben, und schiebt es sozusagen von hinten an, dass es besser funktionieren kann. Und natürlich ist oft die Frage, wie lange dauert der Muskelaufbau nach einer Hüft-OP? Und diese Frage ist wie immer nur blöd zu beantworten mit: Es kommt darauf an. Es kommt auf dein Alter an, es kommt auf deinen generellen Gesundheitszustand an und es kommt natürlich auf den Prozess an, den du verfolgst. Wenn du einen Prozess verfolgst, den wir hier vorgeschlagen haben, du bist schon gut unterwegs mit einer gewissen Prävention, du hast Muskeltraining und sinnvolle Beladung des Muskels gemacht, dein ganzes Leben lang. Du hast eine Prä-OP-Phase durchlaufen, hast eine Leistungsschwelle etabliert, du weißt nach der OP, wo will ich wieder hin, du hast eine Vision für die Leistung dieser Hüfte, für die Leistung des Beins und du hast dann die richtigen Therapeuten und Experten um dich herum, die dich begleiten direkt nach der OP, in dieser akuten Reha-Phase, dann wirklich jemand, der sich mit EMS auskennt, diese Motoneuronen sauber befeuert und dann möglicherweise Zugang zu Aurum One, also zum Aurum-Training, wo du im Prinzip dann diese sinnvolle Belastung machen kannst, ohne Rerupturgefahr. Die Rerruptur passiert oft, wenn mit Gewichten trainiert wird, wenn zu schnell zu viel gefordert wird. Und das ist natürlich zu vermeiden. Das erklärt sich von alleine, dass das dich dann natürlich zurückwerfen kann, bis zum Beispiel nochmal eine OP gemacht werden muss. Also die Rerruptur unbedingt vermeiden und sichere Trainingsmethoden nutzen. Und so ist die Antwort: Wenn du den richtigen Prozess hast und einen guten Gesundheitszustand, dann kann man davon ausgehen, dass du nach 3 bis 6 Monaten wieder voll einsatzbereit bist nach einer Hüft-OP. Wenn dieses Video wertvoll war und dir geholfen hat mit deinem Problem bezüglich der Hüft-OP und dem Muskelaufbau, dann würden wir uns freuen über ein Like und ein Subscribe. Das hilft uns, mit dem YouTube-Algorithmus noch mehr Menschen zu erreichen und vorgeschlagen zu werden, die genau das gleiche Problem haben wie du. Danke. Thank you.